Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Diesmal so die erste richtige Fototour, die ich auf meinem Kanal so ein bisschen filmisch auch begleite. Und zwar, weil auf dem Kanal von dem lieben Daniel Nietze in Livestreams so eine Foto-Challenge angeraumt wurde. Und da sind dann in diesen Livestreams drei Themen beschlossen worden. Und zu diesen Themen soll dann jeder so Fotos machen. Und der Daniel hat mich gefragt, ob ich dann auch dazu Videos mache. Genau, und somit jetzt das erste Video. Das Thema für heute ist einsamer Baum. Und ich habe mir mal vorher so auf der Karte angeguckt, wo ich denn so einsame Bäume finden könnte. Jetzt einfach mit dem Auto hinfahren, Foto machen und wieder zurückfahren, ist ja langweilig. Ich sollte das Ganze ja ein bisschen filmerisch begleiten und ein Video davon machen. Also habe ich meine Sachen gepackt, alles ins Fahrrad geschmissen, beziehungsweise in die Fahrradtaschen. Meine Fuji X100F. Einen Kaffee und los geht's. Jetzt fahren wir mal drauf los und gucken mal, was wir so für Fotos machen können. Hier haben sich die Stadtwerke Soest mal richtig schön was einfallen lassen und ich gucke genau in die Sonne. Die haben das richtig schön gemalt hier oder malen lassen auf diesen Stromkästen im ganzen, der ganzen Umgebung, überall alle möglichen Stromkästen, Verteilerkästen ansprühen lassen mit Graffitis, aber nicht irgendwie langweilig, sondern teilweise als Kiosk oder dass die so aussehen, als wären die aufgeklappt und irgendwelche Eichhörnchen basteln da drin rum und an den Rohren und so. Aber das ist echt mal, finde ich gut. Hier, direkt daneben, haben wir schon unseren ersten Baum, der so schön alleine steht. Also direkt auch mal ein paar Fotos gemacht und dann geht's weiter.
So, ich sitze hier mit meinem Fahrrad an so einem einsamen Baum. Nee, Spaß. Da sind noch jede Menge andere Bäume. Aber ich habe schon so den einen oder anderen jetzt unterwegs gehabt und auch fotografieren können. Da vorne ist noch ein schöner. Der steht da ganz alleine, ein riesig großer. Aber ich glaube, der steht mitten auf dem Feld. Da komme ich so nicht ran. Drohne habe ich nicht dabei. Drohne fliegen darf man hier, glaube ich, sowieso nicht. Müsste ich gleich mal auf die App gucken. Aber ich versuche gleich mal den Weg da hinten lang zu fahren, um zu gucken, ob der wirklich mitten auf dem Acker steht oder ob ich da noch eine Chance habe, den fotografisch festzuhalten. Ansonsten bin ich jetzt, wie weit bin ich denn? 20 Kilometer gefahren. Habe jetzt noch ungefähr 10 bis nach Hause. Ich will dann noch einen kleinen Umweg fahren, noch ein paar Fotos machen. Mal gucken, inwieweit ich euch da mitnehmen kann, weil da wird es ein bisschen voller sein. Da wollte ich dann nicht unbedingt die ganze Zeit die Kamera laufen lassen. Ja, ansonsten muss ich mal gucken, was so bei den Fotos dabei rumgekommen sind. Ich werde das auf jeden Fall einblenden. Und dann das finale Foto, was dann für diese Challenge von Daniel sein soll, werde ich dann auch bei Instagram hochladen. Mit dem entsprechenden Hashtag unser Herbstfoto 2022. Ja, ich würde mich dann an dieser Stelle auch schon mal verabschieden. Danke fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video, wenn es dann heißt mystischer Nebel oder bei Nacht. Also, bis dann. Yeah.